Und ja, dann erzähl ich euch jetzt mal was. Da ist ein Hund. Der läuft einfach so da rum. Yay! Yeah! Hallo, da bin ich wieder, euer Torg. Und zwar gibt es heute ein Let's Play von Shroud of the Avatar. Das Spiel kommt erst noch raus, das heißt, das ist noch in der Early Access Phase. Und ich werde euch einfach ein bisschen was darüber berichten, was mir gerade so einfällt. Und natürlich auch vielleicht ein paar private Dinge wieder, das wollt ihr ja hören, ne? Was ich wieder so abgedrehte Sachen mache und vorhab. Ja, und dann sage ich einfach mal bis gleich. Ich schmeiß hier, wo ist es? Da unten. Auf Spielen gehe ich drauf und schmeiß das Spiel an und werde dann direkt loslegen. Also, ich log mich mal ein und dann geht's los. Bis gleich. Und here we are. Die lokale Aufnahme ist wieder gestartet. Und ich zeige euch jetzt hier das Spiel. Manchmal ist ein kleines Flackern drin, so ein schwarzes Bild. Also das schwarze, komplett schwarz alles. Warum auch immer, weiß ich noch nicht. Wie eben gerade. Muss ich noch rausfinden. Und das hier ist der Torg in dem Spiel. Der hat eine hübsche Rüstung an. Und eine Charity Cloak. Da hinten seht ihr die Cloak hier. Die ist von einem Charity Event. Und habe ich mir geholt aus dem Shop, weil mir die ziemlich gut gefallen hat. Ja, da hinten ist ein Hirsch. Wir gehen mal hin. Wenn wir den jetzt uns nähern, dann rennt er in den Fluss rein. Achtung! Seht ihr das? Der Hirsch im Fluss. Ja, so ist das. Jetzt ruckelt es ein bisschen. Das liegt daran, ich habe doch hier noch einen Zweitrechner. Und ich streame das per Homestreaming von dem Zweitrechner zu meinem jetzigen Hauptrechner, der noch ein bisschen überholungsbedürftig ist. Aber ist ja auch egal. Ich bin immer noch auf meinem älteren Rechner lieber als auf dem neuen. Weil da funktioniert noch nicht alles. Da muss ich mich mal drum kümmern. Hier ist ein Kaninchen übrigens. Das rennt auch weg, wenn wir uns dem nähern. Und hier ist eine Wache. Und da kommt einer angerannt. Ein anderer Spieler. Ja, und Schwarzbild. Das liegt an dem Streaming von dem anderen Rechner auf den Rechner. Normalerweise dürfte das bei euch nicht so schwarz flackern. Und wieso ist eigentlich bei mir hier so ein komisch ausgeschnittener... Was ist, wenn ich das hier ausmache? Mal gucken. Ich mache die Lampe mal aus. Und tatsächlich, das Bild ist besser. Es flammert nicht so, flackert nicht so im Gesicht. Ja, dann gehen wir mal hier ein bisschen lang. Hier ist Mojito. Der Hund. Und ich zeige euch mal die Stadt Eulenkopf. Ah, Ruckel. Nicht so schön. Hier liegen tote Leichname rum. Seht ihr das? Leichnam von Schaf. Hat irgendeiner die Schafe getötet. Hier drüben ist ein Shop, ein Player-Shop. Da kann man von einem anderen Spieler irgendwas kaufen. Vendoren. Da kann man reingucken, kann man sich Sachen kaufen. Ja, ich spiele hier einen Archer. Ein Archer ist ein Bogenschütze. Und hier, dieser Herr hier vorne, der Merwin, der hier, das ist der Skill-Trainer. Da kann man seine Skills kaufen.
Aber näheres dazu in den nächsten Videos. Hier ist wieder eine Wache. Und hier oben steht Eulenkopf. Seht ihr das? Eulenkopf. Das ist im Englischen die Stadt Owl's Head. Ja, okay. Die Stadt Owl's Head hier. Und heute... Wow. Habt ihr den Effekt gesehen hier? So, das hier ist die schöne Stadt Owl's Head. Und hier sind auch wieder Leichname. Heißt das überhaupt so, Leichname? Ja, okay. Was gibt's sonst noch zu berichten? Die Talkmaster heute, die WhatsApp-Gruppe. Ich grüße, hier ist ein verschlossenes Tor. Ich grüße den Rüdiger wieder. Hallo Rüdiger, der übrigens mein Auto bekommt. Und ja, da werde ich euch auch noch ein bisschen was dazu erzählen, wenn wir dann mit meinem Handy zusammen Auto fahren. Wird es bestimmt was geben, wird sich bestimmt einrichten lassen. Und ja, warum halte ich meinen Kopf so schief? Oh, seht ihr, da läuft gerade einer vorbei. Ich halte meinen Kopf so schief, weil ich hier in das Mikrofon reinrede. Und das nicht so hundertprozentig gut ist, das Mikrofon. Sondern nur, wenn ich genau drauf spreche, dann kommt der Klang wesentlich klarer bei euch an. Würde ich hier so reden, so zum Beispiel, hallo. Hallo erstmal, ich bin's, der Batman. Dann würdet ihr wahrscheinlich nicht so gut hören, wie wenn ich hier so ganz nah rangehe. Okay, jetzt wisst ihr, wie die Technik funktioniert. Leider habe ich heute keinen Gesprächspartner dabei, der mir Fragen stellt oder im Chat Fragen stellt. Also, das erste Fragen stellen war so gemeint in Skype oder Discord. Und das andere Kommentare bei YouNow. Hätte man mir dann zuschauen können, live, wie ich das hier aufnehme. Und dann wäre ich auf die Kommentare eingegangen. Aber irgendwie hatte keiner Zeit. Oh, hier ist ein Friedhof. Hier ist ein Friedhof, der qualmt. Seht ihr das? Hier voll der Nebel. Ja. Die Tammy hätte vielleicht Zeit gehabt, aber die hat mir dann geschrieben, Moment noch, und ich wollte halt direkt aufnehmen. Und außerdem bin ich auch bei YouNow rausgegangen. Da habe ich einfach den Stream dann beendet, weil ich hatte dann vor, das Video hier ein bisschen professioneller aufzuzeichnen, also mit der Auflösung 1280x720p. Und ja, bei YouNow gehen leider nur 640x480, wenn mich nicht alles täuscht. 4:3. Das müsste YouNow noch ein bisschen optimieren. 16:9 Format integrieren. Wenn das kommt, dann flippe ich aus. Dann bin ich total hier im 16:9 Format richtig hier zu erleben. Und wartet mal, wenn ich das hier jetzt so mache und das so mache, jetzt bin ich wieder gut ausgeleuchtet und tatsächlich, jetzt habe ich es raus, am Ende des Videos habe ich es noch geschafft, wie das mit der Beleuchtung hier funktioniert. Einmal zu hell, dann zu dunkel und dann optimal. So muss das laufen. Ja. Wen grüße ich denn noch? Ich grüße meinen Vater, ich grüße die Moni und dann meine Oma, falls ihr das hier schauen solltet. Ja, meine Oma interessiert sich auch für das, was ich neuerdings im Internet mache.
Und das freut mich, wenn so viele auf einmal zuschauen und mir dann Fragen stellen, was machst du da eigentlich und was ist das und erklär mal und ja, aber die sehen das ja hier, die sehen genau, was ich hier mache und wenn ich jetzt hier ein Spiel erkläre, wie hier das hier, Shroud of the Avatar, das wird auf jeden Fall bei dem Release-Termin von mir, bei dem Release-Termin von dem Spiel, wird das dann richtig viel gezockt. Also, ich weiß nicht genau, wann es erscheint. Ich glaube, 28.07. Merken, 28.07. ist Release-Termin. Dann startet die Beta. Und die Beta, wisst ihr, was es ist? Oder wisst ihr es nicht? Wahrscheinlich wisst ihr es nicht. Dann erkläre ich das nochmal ganz kurz. Die Beta-Phase ist die Testphase. Und da kann... Jedes Mal blinkt das hier. Naja. Ich log nochmal aus. Dann seht ihr auf jeden Fall, wie das hier aussieht. So. Zack. Hier beenden. Willst du das Spiel wirklich beenden? Ja. Beenden. Na? Na? Jetzt steht da, du wirst in 20 Sekunden abgemeldet. Wenn du das Spiel sofort verlässt, bleibt dein Avatar noch für kurze Zeit im Spiel. Drücke ich trotzdem auf Verlassen und dann zack, boom, ist er raus. Ja, ich wollte noch was über die Beta-Phase sagen. Also, da wird dann gespielt bei YouNow unter Hashtag Gaming. Und es werden gleichzeitig hier Videos aufgenommen. Allerdings dann, wie schon vorher gesagt, in etwas schlechterer Qualität. Weil bei YouNow ja nur 4:3 läuft. Und nicht wie eben gerade hier 16:9. Und ja, so wird das Ganze vonstatten gehen. Und das soll es jetzt gewesen sein. Ich gucke nochmal, ob ich hier irgendwas einblenden kann. Oder ob jetzt hier der Abspann kommt. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich werde das Video auf jeden Fall jetzt noch schneiden. Noch ein bisschen bearbeiten. Noch ein Intro davor setzen. Und vielleicht Outro. Und dann kommt das ins Internet. Dann wird das mit euch geshared. Und ihr seht dann genau, was ich hier gemacht habe. Ja, okay. Warum bin ich hier so ausgeschnitten auf einmal? Wieso sieht man meinen Hintergrund nur hier den Teppich? Weil ich den Greenscreen runtergeleiert habe. Der Greenscreen, das ist eine, ja, wie so ein Rollladen. Rollladen, kennt ihr den Begriff? Ja, den habe ich runtergeleiert und mit einem Licht hier jetzt ausgeleuchtet. Und mit der Aufnahmesoftware XSplit, die ich hier benutze, mit der habe ich dann den Color, nee, den Chroma Key, genau, Chroma Key heißt das, glaube ich, verwendet und da dann die Einstellung so gemacht, dass der die grüne Wand, die hier im Hintergrund zu sehen ist, die grüne Wand nicht zeigt. Also, dass die durchsichtig ist. Die grüne Wand macht also den Hintergrund von dem Spiel durchsichtig und deswegen kann ich hier in das Spiel rein teleportiert werden. So viel nur dazu und dann wisst ihr jetzt, wie ich das mache. Und das Spiel Computer, ach das Spiel, der Song Computerliebe von mir, den habe ich ja aufgenommen. Einmal mit der Tonspur und einmal mit, ja, mit der Performance. Und das wird dann auch zusammen bearbeitet. Warum hüpfe ich da vor dem grünen Dings rum? Weil das genau wie dieses Video hier so ausgeschnitten sein wird. Also ich werde dann irgendwie tanzen und im Hintergrund werden irgendwelche Effekte kommen. Okay, jetzt das war's und ich bin raus. Tschüss und bye bye. Liken nicht vergessen, kommentieren nicht vergessen und ja, anschauen, anschauen, anschauen. Tschüss. Ha ha ha.